nur für euch. Damit kann ich gut arbeiten. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Alles wird wieder gut. Ich bin gerettet. Ihr seid sicher. Bitte, nehmt dieses kleine Geschenk. Come on.
өнөөгөө чи хардаа очиж бари. Очиж бари. Wer will kämpfen? Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Тэнд нэг юм хөдөлсөн.
Händler. Tiracho. Hindman. Yavç dostu. Тэр биш вэ? Тийм ээ. Чэс автач байгаа биз. Улсуу байгаа шинж алга. Арсан хүннийг нь хэлж ав. Олорч нь өрбө. Сэрэмжтэй. Ямар нэг юм харуул. Энэ харахта күл байна. Гэвч хадж. Гэвч бол хомч. Хадж бол. Үтэл бол ордог.
Perdiu! Ямар нэг юм харуу. Тэр харагдах хүл байна. Буцаа дэрж байдан сэрэмжтэй байна. Ахиад үчирвөл үхтэл болодно. Ой, өнөө гэгцэн хардаа. Хана байна. Ça
ямар нэг юм харвуу? Тэр харагдах хүл бай. Өтсэй, ямар таш бэлэн байгаарай. Араа мүлдэрч шатахгүй. Last! Тэнд нэг юм өлсөн. Ой, өнөө гихч харда. Хан уу. Ой, өнөө. Чи бари бит чадна.
Gut gemacht, Sora. Fürst Sakai, danke fürs Kommen. Versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Ja.
Versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Ronin, schlachten diese Menschen ab. Ich hab noch was gehört. Er versteckt sich. Sie schießen mit... Versuche nicht zu fliehen! Samurai!
Worauf wartet er? Gibt es im Gasthaus Überlebende? Hallo? Hier. Spart eure Kraft. Mein Herr. Helft mir. Wieso griffen die Ronin euch an? Ich weiß nicht. Sie zwangen die hiesigen Männer, mit ihnen zu kommen. Sie haben meinen Mann. Oder? Wisst ihr, wohin sie gingen? Sie sprachen davon, zu einer Schlucht im Norden zu gehen. Bitte, rettet Oder. Los jetzt, Zora! Das klingt nicht nach Kachibara. Dann seid ihr törichter, als ich dachte. Jin, auf ein Wort bitte. Masako, was ist denn? Ein gewisser Kachibara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur. Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Junshin meint es gut. Ich rede mit ihm. Junshin, schön euch zu sehen. Ebenso, Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suchen nach Kachibara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Junshin, ich muss mit ihm reden.
solange ihr es beim Reden belasst. Hm. Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajiwaras Hütte liegt am Strand. Und? Wir nehmen die Straße zur Küste. Wie soll ich anderen helfen, wenn ich solche Schmerzen habe? Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Was habt ihr bitte zu Junshin anderes gesagt als ich? Hört mir nicht mal... zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Wir jagen einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt, aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten, bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelte. Der Feigling schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn. Auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändern sich. Der Weg müsste zum Strand führen. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kachiwaras Familie nicht gefährden. Das muss Kachiwaras Fischerhütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Suchen wir im Haus nach Kachiwara und seiner Familie. Neue Stoffballen. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Das sind wohl Kachiwaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachiwaras Leiche? Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Masako, Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg.
Was, wenn Kachiwara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Folgen wir den Fußspuren. Kachiwara! Fürstin Masako! Ein Mongolenangriff! Meine Frau und Tochter! Schweigt, Schlange! Ihr habt sie getötet. Aus Liebe. Besser ich als die Mongolen. Sie wollten es so. Ihr krankes... Jin! Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten. Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll. So wie ihr eure Frau und Tochter. Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Ich wusste, dass Sadao auch so denkt. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clanangriff hatte persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Wir haben noch in Toyotama zu tun. Ich finde euch, wenn ich mehr weiß. Danke für eure Hilfe, Jin.
Yuriko brachte mich immer zum Onsen, wenn ich krank war. Einmal täuschte ich Husten vor und badete den ganzen Nachmittag. Sie hat mich sicher durchschaut und ließ es durchgehen. Endlich. Ich war des Wartens schon überdrüssig. Das ist Wahnsinn. Ihr seid kein Krieger, nur ein mordender Hund. So gefällt mir das. Na los, Sakai. Ich habe mich schon darauf gefreut. Wenn ihr schneller gekommen wärt! Jetzt bin ich hier. Ah.
wenn ihr schneller gekommen wärt! Jetzt bin ich hier. Mehr töten. Ich muss mich dem Mann stellen, der die Ronin schickte. Der Musikante der Umugi-Bucht weiß vielleicht, wo Kojiro ist.